War nicht sehr schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Huh? Wir leben noch, oder? Ich weiß es nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Was denn? Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Wann denn? Diesmal nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Ja, tatsächlich, Shuttle spielt manchmal nicht wirklich die ganzen Dieses Entscheidungen. Ding ist noch da. Wirklich homogen zu verzahnen. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Oh, jetzt Andrew und Daniel zusammen. Und nur einer wird wiederkommen. Das Mädchen. Genau. Kleine? Bist du da? Mokassins hier tragen, Alter. Danny. Was? Danny hat Mokassins hier tragen. Wie alt ist der Typ? 44. Wow! Mann, immer wieder. Wow. Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Ich habe noch eine Verschont Idee. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Oh, oh! Was ist denn mit ihm verkehrt? Ja, Déjà-vu. Ne, ich bin gespannt, ob du die gleiche Idee hast wie ich gleich. Ja, letztendlich sterben wahrscheinlich alle so irgendwie, wie sie in den 70ern gestorben sind, ne? Also sie ist erstickt irgendwie, wahrscheinlich wird John verbrennen irgendwie, er wird aufgespießt und... Nee, genau John wird nicht verbrennen, John wird erschlagen. Erschlagen? Naja, ja klar, er hat einen Balken auf den Kopf gekriegt. Ja. Genau, weil erstickt ist ja die Mami. Ich war dabei. Genau. Verbrannt ist Mary oder tun. Megan. Ja. Die wird wahrscheinlich müssen wir die dann verbrennen. Oh, was war jetzt hier los? Willkommen im Club. Einfühlsam, tut mir leid, dass du das ansehen... Ja, komm, mir tut mir leid, dass du das ansehen musstest. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ach, glaub dir doch keiner. Mich hat es auch fertig gemacht.
Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid. Wobei, ist sie auch verbrannt? Das Muster ist klar. Sie ist Angela so. Wird nach der Hinrichtung ihres Freundes getötet. Ins Haus gerannt. Ja. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Oder stirbt dein Pendant. Sie hat ja auch die Male hier am Hals. Und dann du. Stimmt. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Okay, komm, ängstlich. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Eigentlich nicht, aber okay. Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Keiner von uns stimmt dir zu. Laut Mehrheitsbeschluss bleiben wir hier drin. Wir dürfen uns nicht wieder trennen. Nicht nach der Sache mit Angela. Gut, okay. Aber wohl ist mir dabei nicht... Im Hintergrund bewegt sich was? Ja, das werden wir jetzt nicht aufgefallen. Ist Taylor, ja, spielst du Taylor. Ja, ja, ich wollte nur sind die Dings gewesen, okay, von der Kamera. Oh, okay, siehst du da hinten die... Ja. Die Wunden an Taylors Hals, die rühren daher irgendwie, wir haben's... Nochmal kurz probiert, irgendwie das erste Kapitel durchzuspielen mit der Familie. Und zwar, wir haben uns damals entschieden, in das Haus zurückzugehen, durch das Fenster zu gehen, was totaler Blödsinn ist, oder über die Dachrinne zu entkommen. Wir haben es nochmal über die Dachrinne später nochmal probiert und da hat sich damals diese Megan, also der Taylor Pendant der 70er, an ihrem Schal erhangen. Also, es sterben definitiv alle irgendwie. Und das passt jetzt eher mit den Malen, die wir jetzt hier irgendwie an ihrem Hals sehen. Oh, sehr eindrucksvoll. Überein. Das war sogar ungewollt. Das, okay. um dem besagten Nachdruck zu verleihen. Eine zerrissene Seele. Im Brief an die Hebräer 4,12 steht geschrieben, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Normalerweise benutzen wir die Worte Seele und Geist synonym. Unser Wesen besteht aus diesen unsichtbaren Teilen. In der Bibel unterscheiden sie sich voneinander. Der Geist ist unsere Lebenskraft. Das ist der Teil, der durch das Opfer von Christus geläutert wurde. Die Seele ist, was uns einzigartig macht, wie unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken und unsere Gesinnungen. Geist und Seele mögen den Anschein haben, dasselbe zu sein, aber Gott und Satan erkennen den Unterschied zwischen einem reinen Geist und der oft mangelhaften Seele. Diese Zweiheit ist der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. Geist und Seele liegen im Widerspruch. Wir sind innerlich zerrissen. Unser Geist ist rein. Wenn Gott auf uns blickt, sieht er keine Schuld. Aber unsere Seele, das, womit unser Herzen kämpfen, muss an das, was wir im Geiste sind, erinnert werden. Sie muss gereinigt werden. Diese Reinheit kann nur durch Einsamkeit und Opfer erreicht werden. Reverend Arschloch Carson. Reverend Arschloch. guck mal, hier steht noch was Schönes an der Wand. Hier, warte, müssen wir uns ja auch angucken. God have forsaken us. Ja, Gott hat uns verlassen. Schön. Ja, ich meine, guck dir die Ecke da an. Das ist jetzt nicht der
Eine nette Person würde sagen, the place to be. Oh Gott, hier sind noch Bilder. Wunderschön. Ein paar schöne Kinderzeichnungen, das ist doch was Feines. Was haben wir da? Ein kleines Klassenfoto? Dieser Ort ist ein Hafen für Doppelgänger. Dieser Pastor sieht genauso aus wie der Prediger. Stimmt. Die sehen gleich aus. Und irgendwas grummelt im Hintergrund. Ich geh mal raus. Hallo? Ja, da kann man mal Scheiben putzen irgendwann wieder, ne? So, jetzt ist die große Frage, haben wir hier vorne noch was? Haben wir hier noch irgendwie eine kleine... Ich würde gerne mal ein bisschen schneller laufen wollen. Nicht mit den Mokassins. Damit kann man nur dezenter hinschleichen. Oh, was ist denn das? Eine Postkarte? It's a postcard from the past. Und? Oh! Aus der Kanalisation. Aha. Daniel und Andrew kommen aus der Kanalisation gerannt. Aber alleine. Und anscheinend machen sie ganz schnell hinter sich zu. Schau mal, zwischen den Bänken liegt noch was. Ja, ich würde ja gerade mal... Eigentlich würde ich da gerne mal irgendwie hinkommen. Achso, warte mal. Hier, Labyrinth, ne? Kein Labyrinth, aber okay. Wie kommen wir da nur hin? Das sind tricky. Mehrere. Na, ganz toll. Hört mal. Es folgt unseren Bewegungen. Und wir müssen leise sein. Ja, ja. Wir müssen leise sein. Ach. Ein Rohrschatztest? Was erkennst du da drauf? Ich erkenne einen wunderschönen Schmetterling. Du erkennst dann... Niemals. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Pfarrei-Rundschreiben, Oktober 1971. Diözese Pleasant River. In der letzten Zeit haben Eltern ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Kinder im Teenageralter durch Musiktexte, unschuldig wirkender Witcher-Bretter oder Filme, die den Satanismus verherrlichen, vom Okkulten verführt werden. Little Hope leidet nicht zum ersten Mal unter okkulten Praktiken. Vor kurzem wurden Manuskripte aus dem 17. Jahrhundert entdeckt, die sorgfältig unter dem Pflaster im Pfarrhaus der Kirche versteckt waren. Sie waren voller verstörender Kritzeleien, die sich als magische Worte und Zaubersprüche entpuppen. Vermutlich hat sich der damalige Pastor der Stadt mit Maggie und... Ach nee, mit Magie und Dämonologie beschäftigt. Mit Maggie ist auch geil. Das war eine schwere Zeit für die Siedler. Die Zeiten haben sich geändert, aber Satan ist weiterhin am Werk. Der Klerus hat heute wachsam gegenüber dem Okkultismus und Ignoranz und Fehler sind unwahrscheinlich. Was? Aber Eltern sollten sich der Faszination bewusst sein, die diese Dinge auf ihre Kinder, vor allem auf rebellische Jugendliche, ausüben. Es besteht die Gefahr, dass sie in schlechte Gewohnheiten wie das Rauchen von Marihuana verfallen und sich von da aus dem Okkulten zu und von Gott abwenden. Eltern sollten wachsam sein und dort, wo sie die Zeichen sehen, bei der Kirche und Gotthilfe suchen. Ich muss mal sagen, ganz dicken Mittelfinger mal kurz in die Kamera halten für das Ding. Also ein... So ein Quatsch! Oh, so geil. So schön, so schön. So, warte mal, wir hatten hier hinten noch was. Hier also, ist nämlich noch eine Tafel, ja? Irgendwelche Kritzeleien sind also quasi irgendwo verbuddelt gewesen unter Stein. Entschuldigt bitte. Ja. Simon Carver, weggekritzelt. Schau mal an. Pastoren von Little Hope. Unleserlich. Ach, das muss man jetzt nicht vorlesen, oder? Nee. Aber da ist ja hier, der Dings ist ja... Ja, Simon Carver ist weggekratzt. Was war das? So, können wir durch die Tür? Also irgendwas müssen wir jetzt hier, müssen wir irgendwas machen, ne? Ja, es gibt hinten noch einen Ausgang, glaube ich. Na, der ist halt mit der Bank verbalgt. Oder hat der gerade zu an die Tür? Ne, die war jetzt gerade zu, genau. Wir haben aber hier hinten noch eine weitere Tür. Also da. Da waren wir jetzt nämlich noch nicht. Da. Ich weiß noch nicht, ob wir hier mit irgendwem reden können. Nee? Okay. Ich glaube nicht. Da ist er auch wohl. I'm the one who's knocking.
Oder wow. Scheiße! Scheiße, ja, ich bin weg, raus, schnell! Warum weg? Weil wie? Ja, warum? Lauf! Oh, Danny. Versteck dich! Schnell! Und jetzt? Oh, das ist Daniel. Daniel sein... Der Perforierte. Wir stellen uns. Wir müssen uns in Ängsten und stellen. Was macht er? Mach hin. Was? Daniel, lauf! Okay, war das gut? Nicht gut? Keine Ahnung. Haben wir das Messer noch? Nee, nein. Ich denke, wir haben Johnny gerettet dadurch. Ach so, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gewollt. Also, das ist, verdammt. Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Befehl! Nee, wir sind verzweifelt. Was jetzt? Das ist so eine Zeitlupe. Auch so komisch in Zeitlupe. Adrian. Taylor. Oh. Wer spricht mit uns? Hallo, Taylor. Bist du das? Ich kann nicht sehen. Ja. Wunderbar. Nach links gehen. Bist du das? Ich bin hier drüben. Nein, das war die falsche Entscheidung. Oh! Ah, da brennt jetzt aber ganz schön, du. Ganz schön, da tut ganz schön weh. Los, hebst der Meisterrüstung. Weg hier. Lass mich los. Ich glaube, wir kämpfen anscheinend immer gegen unsere eigenen Dämonen. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr.